sortieren. Dankeschön. Guck mal, Nathalie, selbst der Richter nennt dich Opfer. Frau Nathalie. Ja, super, ich Was geht, Freunde der Außenwettenrechte? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir switchen rüber und let's rock! Also Lexa, wie besprochen, du überlässt mir das Reden, dann kommst du gut aus der Sache raus, ja? Und ich schwöre dir, Melanie ist gegen meine Faust gerannt. Wir haben eine Verteidigungsstrategie und an der halten wir auch fest, ja? Überlassen wir... Das ist eigentlich eine plausible Aussage vor Gericht. Ja, würde ich so mitnehmen. Das Reden, dann wird alles gut. Weiß ich, jetzt kommt der Richter mit dem Einkaufsbeutel? Das ist Otto Schiefengrau, das ist der Anwalt von Nathalie. Er Ach so. Ein Jahr Jugendgefängnis. Oha. Was für dich? Den poliere ich die Fresse. Bist du ver... Fängt ja gut an! Fängt ja gut an! Ja, ja. Wer soll jetzt noch glauben, dass sie vor der Faust gerannt ist? Na gut, es kann ja sein, dass du die Faust so hingehalten hast und dein Gegenüber ist da aus Versehen reingelaufen. Das kommt heutzutage vor. Lexa, du musst dich heute von deiner besten Seite zeigen, ja? Und das schaffst du am besten, indem du gar nichts sagst. Okay? Ja, ich überlasse dir das Reden. Ich bin ja nicht dumm, schon gecheckt. Das wird doch schief gehen. So. Lexa, steh auf, steh auf. Wieso geht's? Ist da eine Corona-Schutzscheibe? Bitte schon. Steh jetzt auf. Guten Morgen. Moin. Bitte setzen Sie sich. Perfekt. Gut, lieber Herr Anwalt, wieso sind wir denn heute hier? Vielen Dank, hohes Gericht. Ich beschuldige Frau Lexa am 5.7.2020 meine Mandantin, Frau Nathalie Bauer, mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Frau Bauer musste danach mehrere Monate ein Pflaster tragen. Das hat ihre Instagram-Karriere vollkommen zerstört. Oh ja, natürlich. Das kann wirklich sehr... Diese Zerstörung kann sehr verstörend sein. Also das verstehe ich vollkommen. Ich fordere deshalb eine Freiheitsstrafe von einem Jahr sowie eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall gut vor Gericht. Sorry, war ein Reflex. Herr Verteidiger, Sie haben das Wort. Okay. Vielen Dank, Herr Richter. Ja, es ist schon erstaunlich. Was für eine gequirlte Scheiße der Anwalt da drüben labert. Das war's dann wohl. Herr Richter, ich möchte mich im Namen... Bitte notieren Sie ein Verwarngeld in Höhe von 100 Euro für Frau Lexa. Herr Verteidiger, bitte fahren Sie fort. Perfekt. Also, es ist schon erstaunlich, wie man eine Geschichte komplett verändern und verdrehen kann. Meine Mandantin Lexa wurde auf dem Schulhof mit einem Messer angegriffen von ihrer Mandantin. Daraufhin musste Lexa sich wehren. Es war also reine Notwehr. Dankeschön, Herr Richter. Wunderbar. Ja, ich würde dann, Herr Richter, wenn ich Sie mit dem nötigen Respekt einmal kurz unterbrechen dürfte. Haben Sie ja schon. Frau Nathalie Bauer ist heute... Recht hatte. ...heute hier und möchte Ihre Geschichte selber einmal zu Protokoll geben. Oh. Bitte. Frau Nathalie Bauer, bitte kommen Sie herein. Na jetzt. Wer kommt jetzt? Ach, ich wusste es. Das ist wieder... Ja, ich dachte, da kommt irgendjemand anders auch. Na gut, da kommt eine neue Verkleidung. Nee, die gab's noch nicht. Sie hat gestern noch zu mir gesagt, sie wollte nicht aussagen. Ja, also diese Charakter gab's glaube ich noch nicht. Nee, also ich erinnere mich gerade nicht. Warte. Herr Richterboss, ich habe gestern Nathalie besucht und gesagt, wenn sie heute auftritt, dann prügel ich sie so hart die Fresse, dass sie aussieht wie Harald Glöckler. Ja, verstehst du? Jetzt ist sie trotzdem hierher gekommen. Das heißt, es ist gegen die Abmachung, ja? Ja gut, erzählst du was vor Gericht? Wenn das jeder machen würde... Ach gut, in Deutschland, bei deutscher Justiz passiert eh nichts. Ich fordere deshalb eine Strafe 500 Euro für Sie. Gut, recht hat sie. Sie hat sich nicht an die Abmachung gehalten. Also, da muss schon eine kleine Strafe her. Zu zahlen an mich. Wohin auch sonst? Im Dauerauftrag. Im Dauerauftrag, geil. Bitte. Für das Einschüchtern und Bedrohen des Opfers zahlt Lexa eine Geldstrafe von 1.000 Euro. Bitte notieren. Dankeschön. Guck mal, Nathalie, selbst der Richter nennt dich Opfer. Frau Nathalie. Ja, super, ich scheiße mir ein. Die Bauer, Sie wissen, dass man hier vor Gericht die Wahrheit sagen muss? Ja. Die Alte kann überhaupt nicht die Wahrheit sagen, die weiß gar nicht, wie das geht. Halt deine Fresse, Lexa, ich sag immer die Wahrheit. Ach ja? Und wieso denkst du dann mal diese Sache mit Enrico? Enrico und ich haben nur mit der Zunge geküsst. Wir hatten keinen Bums. Shiniqua, JJ und Mandy, erzähl doch. Wir hatten keinen Bums. Perfekt. Und was anderes. Halt deine Fresse, Lexa, du warst gar nicht dabei gewesen. Enrico hat übrigens bei mir gepennt gestern, nur dass du das weißt. Enrico und ich gehen nächste Woche Kappi-Konzert. Oha. Ich hasse dich. Nein, ich hasse dich. Meine Damen, Frau Nathalie. Richtiger Zickenkriecher, Alter. Nathalie, bitte schildern Sie den Tathergang einfach, ja? Folgende Situation. Ich war auf dem Schulhof gewesen, kommt meine beste Freundin Mareike zu mir und sagt, Nathalie, hör mal zu, weißt du schon, was passiert ist? Chris hat was mit der Freundin von Nicole gemacht. Oha. Der beste Freundin von Jasmin. Oh. Bitte nur die Geschichte mit Lexa, ja? Ja.
Und ich laufe weiter in den Schulhof, kommt Lexa zu mir und schlägt mir mit ihren rechten Faust in meine Fresse. Lüge! Lexa, sei jetzt ruhig! Das war die linke Faust, die Lüge, das war die linke Faust. Was? Oh Mann, das ist doch nicht normal. Und danach hat meine Nase geblutet, aber sie war zum Glück nicht gebrochen. Klar war sie gebrochen, das habe ich gespürt. Ruhe jetzt! Ich mach doch keine halben Sachen, hör auf, meine Ehre zu beleidigen. Herr Gott, die scheißt sich ja immer weiter rein. Geil. Das ist sticky. Verteidiger, bitte haben Sie Ihre Mandantin ein bisschen besser im Griff, sonst ist die Verhandlung hier gleich beendet. Selbstverständlich, Herr Richter. Entschuldigen Sie. Gut, Frau Bauer, möchten Sie noch irgendetwas sagen? Na klar. Nur, dass Lexa ein Schlampe ist. Wunderbar. Ich werde mich jetzt zur Beratung... Oh, die kriegt kein Verwarngeld. ...zurückziehen und dann gleich mein Urteil fällen, ja? Auf Wiedersehen. Scheiße. Na, das wird doch jetzt. Das. Lief doch besser als erwartet. Das wird jetzt das dümmste Urteil der Welt. Oh, das ging aber schnell. So, Frau Lexa, aufgrund schwerer Körperverletzung und etlicher weiterer Straftaten, die sich in den letzten Jahren so angesammelt haben, verurteile ich Sie zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro. Mach ich nicht. Da ich jedoch. Mach ich nicht. Das, ja, gut, Antwort. Note, dass Sie das Geld sowieso nicht zahlen werden. Oh. Korrekt. Verurteile ich Sie außerdem zu 6 Wochen Jugendgefängnis ab dem 6.7.2020. Die Verhandlung ist hiermit geschlossen. Entschuldigung, das war der Stuhl der Quietsch. Den 6.7., das ist doch schon lange vorbei. Den haben wir nicht mehr. Warte mal ein bisschen. Das ist aber ziemlich geil. Was ist darin denn bitte geil? 6 Wochen keine Schule? Das ist in den Sommerferien. Ach, das ist... Super! Super! Das ist in den Sommerferien, der Geil, da würde ich aber auch abkacken. Das wäre wirklich dumm. Gehst du während den Sommerferien kurz in den Knast? Na super, ja, perfekt. Also mit so einem Urteil habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe wirklich mit einem kompletten Gegenteil gerechnet oder irgendwas, was da nicht reinpasst. Aber gut, man kann es so hinnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonniert. Diesen verabschiede mich und bin damit raus.